Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der UI-Kanal, mein Name ist Gunnar und für euch habe ich heute wieder 5 Mashems und Fashems mitgebracht, die ich gemeinsam mit meinem Freund Zoe Zebra von Peppa Pig jetzt mal hier in unsere magische Mikrowelle stecken werde. Also ihr seht schon, das ist unsere erste Fashem-Kapsel von My Little Pony. Und was da drin ist, tja, das möchte ich jetzt also herausfinden. Drückt mir die Daumen, dass wir wie immer eine tolle Figur, ein tolles, kleines, süßes Pony bekommen. Ich drücke schon mal die Starttaste hier von der Mikrowelle und ihr könnt schon sehen, dass das Ganze jetzt anfängt, sich hier drinnen zu drehen. Und da passiert noch ein bisschen mehr, das ist nämlich wirklich Zauberei. Ich bin schon mal gespannt. Also, die Folie von diesem Mashem ist schon mal abgegangen. Das heißt also, wenn wir die Mikrowelle anhalten und öffnen, dann sollte man ganz leicht hier an das Pony kommen, denn hier sollte ein kleines Pony drin sein. Und welches das ist, das zeige ich euch jetzt mal. Wir haben natürlich Scuttlelow. Cooles, süßes, kleines Pony, gefällt mir mega gut. Die gelbe Farbe mit den rosa, mit der rosa Mähne, das ist doch mal was, oder? Also, wirklich süß. Ich drehe sie mal so ein bisschen, dass ihr alles schön sehen könnt. Und dieser Pferdeschwanz hier hinten, der ist schon cool, oder? Also wirklich toller Schwanz. Ja, auch super weich. Man kann ja auch in den Ohren so ein bisschen ziehen. Das mache ich ja mal gerne. Das habt ihr schon mitbekommen. Und ich glaube, das gefällt dir auch. Okay, Leute, was machen wir denn? Wir haben weitere Mashems und Fashems hier hinten. Wir haben zum Beispiel die Ninja Turtles wieder dabei. Ja, hier wird bestimmt ein Turtle drin sein. Aber welcher genau, das weiß ich selber noch nicht. Ist aber auch gar kein Problem, denn meine magische Mikrowelle wird mir dabei helfen, das Ganze auszupacken. Ihr kennt die Prozedur. Ich mache schon mal die Tür auf und stelle diese Kapsel hier rein mit dem Mashem. Und los geht's zu Zebra. Ich drücke schon mal Start. Und hey, das Ganze dreht sich hier wieder wie wild im Kreis. Und tatsächlich, da passiert schon wieder ein bisschen was. Das ist nämlich wieder Zauberei. Ja, die Kapsel werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ich glaube, das reicht auch. Die Zeit in der Mikrowelle ist eigentlich okay, wenn sie sehr kurz ist. Man muss da gar nicht lange warten, bis die Zauberei beginnt. Und ja, das ist die Kapsel. Und wir haben tatsächlich einen Turtle. Und das ist natürlich ein Ninja-Turtle mit einer roten Augenbinde. Und klar, das ist Raphael. Ja, definitiv Raphael. Super weich, super duper squishy. Kann man so ein bisschen hin und her ziehen und drücken. Kennt ihr bestimmt. Also ich bin schon mal sehr zufrieden, insbesondere weil ich natürlich auch großer Fan von den Ninja Turtles bin. Von daher wirklich eine tolle Figur. Könnte ich stundenlang mitspielen. Aber wir werden mal weitermachen. Zoe Zebra findet das nämlich auch sehr spannend. Aber ihr wisst ja, hier im Hintergrund, da gibt es noch viel, viel mehr Mashems und Fashems. Wir haben zum Beispiel Findet Dory im Angebot. Naja, Findet Dory, ein Film, der schon so ein bisschen älter ist, das wisst ihr sicherlich. Aber finde ich trotzdem mega süß. Wer von euch hat eigentlich Findet Dory gesehen und was ist dabei eure Lieblingsfigur? Dory selber oder Nemo oder wer gefällt euch am besten? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und in der Zwischenzeit wird sich diese Kapsel schon mal hier drinnen drehen in der Mikrowelle. Ja, genau, da passiert schon wieder so ein bisschen was. Und ich bin schon mal gespannt, vielleicht kriegen wir ja sogar Dory, aber vielleicht ist es ja auch Hank oder Destiny, keine Ahnung. Gibt so viele coole Figuren, die man hier bekommen kann. Okay. So, dann schauen wir mal. Und wir haben tatsächlich Dory. Wie toll ist das denn? Ja, genau. Hier haben wir Dory. Blauer Fisch mit gelben Flossen. Schon mal sehr spannend. Okay, ich drehe den mal so, dass ihr die andere Seite auch sehen könnt. Ich mag die blaue Farbe übrigens. Gefällt mir wirklich ohne Spaß. Also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Super weich, super squishy. Okay, tolle Figur, aber ich glaube, wir sollten sie beiseite packen. Dory ist zwar schön, aber wie im Hintergrund könnt ihr schon sehen, dass wir noch mehr Mashem-Kapseln haben. Wir haben zum Beispiel die Disney-Prinzessinnen. Und ihr kennt ja meine Meinung über die Disney-Prinzessinnen. Die sind in der Regel super süß und super, ja, toll einfach. Da muss ich unbedingt wissen, was hier drinne ist. Ich hoffe, ihr seid auch schon mega gespannt. Also los geht's, ihr kennt die Prozedur. Wir stecken diese Kapsel jetzt auch hier wieder in die Mikrowelle rein. Und drücken dann gleich mal den Startknopf. Okay, also wie immer, das Ganze dreht sich hier im Kreis, im Uhrzeigersinn und da ist tatsächlich schon wieder ein bisschen was im Gange. Sollte aber auch reichen, wir schauen mal nach, welche Prinzessin sich heute hier drinne für uns versteckt hält. Oh, wen haben wir denn hier? Wir haben Schneewittchen. Hey Schneewittchen, wie geht's dir denn heute? Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Ja, definitiv mit einer meiner Lieblingsprinzessinnen. Ich mag aber auch Cinderella oder, ja, die Anna und Elsa und so weiter. Aber das Schneewittchen ist schon mit ziemlich toll.
So, ziemlich weich, detailliert. Also man kann alles hin und her biegen und ziehen. Aber die kennen wir ja schon aus anderen Videos. Ich bin mir sicher, wenn ihr meine Videos regelmäßig schaut, habt ihr die sicher schon gesehen. Ich zeige euch heute mal wieder die Transformers Mashems. Meine Lieblingstransformers. Naja, sind es nicht wirklich. Die sehen manchmal so ein bisschen gruselig aus. Außerdem wisst ihr ja, dass ich die Namen manchmal nicht weiß. Also hier bin ich mir ganz sicher, dass ich wieder auf eure Hilfe angewiesen bin. Nämlich, welche Figur auch immer hier drin ist. Ich weiß vermutlich den Namen nicht. Was aber auch gar nicht so schlimm ist, denn ich habe ja euch und einer von euch kann mir das bestimmt verraten. Also ihr seht schon, diese Kapsel, die dreht sich hier mal wieder und da passiert auch wieder so ein bisschen was. Hokus pokus, genau. Und ja, wir schauen jetzt mal hier rein, welchen Transformer wir wohl bekommen werden. Also, los geht's. Ich hole schon mal die Kapsel hier raus. Mach die auch direkt mal auf. Und hey, wir haben hier so einen grünen Transformer. Cool. Also, wie schon gesagt, ich finde die mal ganz toll. Allerdings, mit den Namen bin ich nicht so ganz fit. Ich weiß nicht, wie diese Figur heißt. Aber wenn den einer von euch weiß, schreibt die mir mal unten in die Kommentare. Ich bin wie immer gespannt, wer von euch den Namen weiß. Also, was war euer Lieblings-Mashem oder Fashem? Auch das würde ich gerne von euch wissen. Auch das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin wie immer gespannt über eure Meinungen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr den UI-Kanal auch abonniert. Denn wir sehen uns nämlich hier das nächste Mal alle gemeinsam wieder, wenn wir wieder Überraschungseier, Blindbags und anderes Spielzeug auspacken. Also bis dahin. Tschüss!